Hallo, herzlich willkommen hier Hi. im Liquid Market und unserem kleinen Talk zu tagesaktuellen Themen, jetzt in der Zeit der Korruption. Und da gab es relativ schnell eine großartige Initiative, die sich gegründet hat, gleich nachdem in der ersten Woche, also gleich in der ersten Woche, nachdem der Shutdown losging in Österreich und Deutschland, hat geheißen Support Your Local Bar. Ja. Und in diesem Zusammenhang darf ich heute mit dem lieben Martin Siegmann sprechen von der Firma Bacardi Martini. In den alten Bacardi Martini in Deutschland ist es nur die Bacardi GmbH, aber das sind kleine Unterschiede. Aber wir sind ein Dachcluster, Okay. Die Firma mit der Fledermaus und dem guten Rum. ja. Und anderen Genau. tollen Sachen. Servus Martin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Wir haben uns ja neulich in echt noch mal kennengelernt und ja, jetzt haben wir die Ehre hier face to face über Internet zu reden. Genau. Jo, das waren noch ganz andere Zeiten. Das ist jetzt gar nicht lang her. Das war vor 2 Monaten, glaube ich, oder? Genau, zweieinhalb. Und Hat ziemlich sich viel genau geändert seither. zwei Monate später müssen alle Bars plötzlich zusperren und keiner wäre auf die Idee gekommen, dass es jemals zu sowas kommt. Also auch nicht so flächendeckend. Kann ja sein, dass Epidemie, wissen wir, kann passieren, aber dass eine Pandemie ausbricht und alles zusperrt, das war ziemlich heftig, ist ziemlich heftig. Und da hat ihr, du und viele andere, glaube ich, gehören dazu, die Initiative Support Your Local Bar ins Leben gerufen. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, wer steckt dahinter? Wer kam auf die Idee? Wo? Also, ich glaube, das war wirklich direkt in der ersten Woche. Das musste um den 10. März oder so rum gewesen sein, dass ich einen Anruf von dem lieben Coco und dem lieben Sven bekommen habe. Coco als Brand Ambassador für Hendrix Gin und Sven ist ja Repräsentant von Rademeister und Ulrich. Und genau, und die beiden haben das initiiert. Ursprünglich haben sich direkt zusammen telefoniert, sind ja auch gut befreundet und haben gesagt, wir müssen dringend was machen und am besten direkt alle Industrie-Boundaries und Grenzen über Bord werfen und übergreifend zusammenarbeiten und gucken, dass wir unsere Freunde und Partner in der Gastronomie irgendwie unterstützen können. Erst am Montag nach der ersten Shutdown-Woche, glaube ich, gab es einen Call, wo direkt 15 Vertreter, Brand-Ambassadore, aber auch Medienvertreter von der Mixology zum Beispiel und auch Agenturen, die viel mit der Spirituosenindustrie zusammenarbeiten und auch im Barbusiness sehr stark vertreten sind und viel unterwegs sind. Ja, und dann haben wir uns zusammen telefoniert, auch über so eine Webkonferenz und haben überlegt, haben ein bisschen gebrainstormt, was man machen könnte. Und zwar möglichst schnell, weil wir sind ja alle in regem Kontakt mit den Gastronomen und es kam natürlich direkt von allen Ecken eine ja, Unsicherheit, Existenzängste, ganz berechtigte natürlich, weil so ein Shutdown, wenn dann die Liquidität weggeht, da haben wir alle genug von gelesen in den letzten Wochen, ist gerade in der Hotellerie und Gastronomie Branche wirklich, wirklich krass. Ja. Und dann haben wir gesprochen und überlegt, was man machen kann, was man schnell machen kann, was man unkompliziert machen kann und wie wir uns einbringen können. Natürlich ist das immer, geht's zentral um finanzielle Unterstützung. Die konnten wir natürlich als kleine Bausteine unserer jedweden Company nicht direkt zusagen. Was wir aber alle zusagen konnten, ist natürlich unsere Reichweite, die wir haben durch und unser Netzwerk. Und das war das zentrale Tool, mit dem wir arbeiten wollten, um wirklich Aufmerksamkeit zu erregen und ja, den Bars ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen. Und dann hat sich die Agentur About Brand federführend mit Joscha und dann Coco und Sven und Aki so ein bisschen als, also Axel Klubescheid, ein bisschen als federführendes Team zusammengeschlossen und Axel alle Klubescheid anderen von haben Ulrich dazugearbeitet. Maximilian, oder?
Bitte? Axel Kubischheit von Panorica. Genau, Monkey. Ja, ja. Ja, und das war so ein bisschen der Start. Und dann haben sich unterschiedliche Cluster gebildet, weil wir überlegt haben, gut, wie kann man unterstützen? Klar, unsere Reichweite. Klar können wir Leute dazu. Der Grundgedanke ist, man sitzt zu Hause, kann nicht mehr in seine Lieblingsbar, in seine Stammkneipe gehen und sich da Drinks bestellen, sondern man sitzt zu Hause auf dem Sofa und schenkt sich sein Glas Wein ein oder rührt sich seinen Drink oder schenkt sich seinen Single Malt oder Cognac ein und trinkt den gemütlich abends, wäre aber lieber am Tresen in einer seiner Stammkneipen und hätte, wenn man das machen könnte und es den Shutdown nicht geben würde, hätte man natürlich Trinkgeld gegeben. Und dann war der Gedanke, man kann über diese Plattform, während man auf dem Sofa sitzt bei supportyourlocalbar.com, einfach die Bar, die man heute unterstützen will, auswählen, ein Trinkgeld hinterlassen und hat somit was Gutes zu tun getan. Eine mega coole Idee. Zumindest. Super, also www.supportyourlocalbar.com, das ist die... Richtig. Genau. Ganz genau. Wie viele Bars nehmen da jetzt teil? Also gestartet haben wir natürlich erstmal nur für Deutschland, weil man kennt ja die Rechtslage, immer die juristischen Hürden, die man nehmen muss. Wir mussten uns erstmal da ein bisschen firm machen und haben das erstmal für Deutschland gelauncht. Das sind jetzt mittlerweile über 250 Bars, die sich angemeldet haben, wo auch schon ganz schön gut Traffic drauf ist. Wir haben über 1000 Follower auf Facebook und Instagram mittlerweile. Und also das ist schon ganz gut durch die Decke gegangen, von der Reichweite auch. Und unsere Bemühung war natürlich, möglichst schnell auch die Alpen, deutschsprachigen Raum, komplett abdecken zu können. Als federführendes Sprachrohr Magazin für Barkultur, Mixology, ist ja auch für die Alpen mit zuständig und dementsprechend und viele von uns, die sich engagieren, die sich beteiligen, sind auch für die komplette Dachregion zuständig. Dementsprechend war das nur logisch, dass die Alpen da auch mit eintreten können. Jetzt haben wir alle rechtlichen Hürden genommen. Kann man sich auch aus Österreich und aus der Schweiz endlich registrieren mit seiner Bar. Und dann können auch Kunden aus Österreich und der Schweiz Trinkgelder hinterlassen. Cool. Wichtig ist dabei aber zu beachten, wir sind natürlich wir sind keine Juristen. Es ist auch eine Plattform, die extra so gebaut ist, dass wir das nur, die Empfehlung nur weiterreichen und die Möglichkeit, dass Privatpersonen den Bars Trinkgeld hinterlassen. Und zwar, man kann aus rechtlichen Schritten, darf man nicht den Bars Trinkgeld hinterlassen, sondern das muss immer personengebunden sein. Also muss man dann bei PayPal in das Betrefffenster auch eingeben, welchen Barkeeper man meint. Okay. Hat steuerrechtliche Gründe auch. Die Frage kommt immer wieder auf. Natürlich muss man, wenn man als Inhaber einer Bar, und das habe ich selber auch erfahren damals, als ich meine Bars hatte in Hamburg, dass man als Inhaber Trinkgelder auch versteuern muss. Die sind in Deutschland zumindest nur steuerfrei für fest sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiter. Wie das in den Alpen aussieht, das ist gerade in der Schweiz nochmal ganz anders. Aber im Grunde genommen kann ich da nur empfehlen, wir wollen uns da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kann nur empfehlen, jeder Bar, die sich registrieren möchte, einmal kurz zum Hörer greifen, den Steuerberater anrufen. Da kann dann ganz einfach die Auskunft eingeholt werden und die ist dann auch valide und juristisch gebackt. Ich denke, das ist mit dem Trinkgeld so, das habe ich immer so gelernt, gehört. Entschuldige. Sobald es über den Geschäftsführer geht, ja, sobald vielleicht die Trinkgelder zentral eingesammelt werden und dann auf das Team aufgeteilt werden, ist auch der Betrieb dafür verantwortlich und dann sollte es eigentlich auch lohnsteuerpflichtig sein. Aber ich möchte das jetzt auch ohne Gewehr immer so stehen lassen. Ja. Wie gesagt, also das ist im Grunde genommen geht es ja, das sind ja auch im Einzelnen, also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mich wirklich jeden Abend hingesetzt habe und dann mal eine Bartour durch München gemacht habe oder eine Bartour durch
Köln oder Hamburg und mir die jeweiligen Städte rausgesucht habe oder auch natürlich die Bars, die mir persönlich besonders am Herzen liegen und mich dann hingesetzt habe und jedem 2 Euro hinterlassen habe, weil wenn es das aufteilt aus dem privaten Portemonnaie, sind das dann auch, summiert sich das schnell auf, würde ich mal sagen. Also ja. Da hat man einige Barabende, die man zu Hause verbringt, dann trotzdem ausgegeben, was aber ja auch total gut und richtig ist, denn wir wollen ja alle, wenn diese Krise, der Shutdown irgendwann vorbei ist, wollen wir ja auch wieder in unsere Bars gehen können. Und ich glaube, viele von uns haben selber hinterm Tresen gearbeitet oder im Service und wissen, wie groß der Anteil des Trinkgelds ist an dem Verdienst und wie schmerzlich der vermisst wird, definitiv. Ganz klar, selbst mit Kurzarbeit, und dann bekommst du 80%, vielleicht in Deutschland glaube ich sogar nur 60%, wenn ich richtig informiert bin. Genau. In Österreich mehr, ja. Aber tatsächlich wissen wir auch alle, Bartender, Serviceangestellte sind nicht die Bestverdiener der Gesellschaft. Ja. Das Trinkgeld ist ein wesentlicher Teil natürlich des Verdienstes. Und wenn das komplett wegfällt über längeren Zeitraum, dann kann es schon eng werden, ja. Das ist ganz klar. Total, genau. Deswegen. Also deswegen haben wir es auch im ersten Schritt halt wirklich an die Barkeeper gerichtet. Warum sich nicht jeder Barkeeper einzeln registrieren kann, ist natürlich, liegt natürlich auch auf der Hand, weil wenn man dann sich da irgendwie 5 Maximilians registrieren würden, wüsste man nicht, wen man meint, und dementsprechend ist es schon sinnvoll, das über die Bar laufen zu lassen. Genau. Aber Adressat ist schon der einzelne jeweilige Barkeeper oder die Barkeeperin. Mhm. Sind noch jetzt im Rahmen der Plattform Support Your Local Bar noch andere Sachen geplant? Wenn das jetzt länger dauern sollte, habt ihr da noch Ideen? Wir könnten es noch erweitern, andere Hilfestellungen leisten beziehungsweise Services einrichten, die sinnvoll sein könnten für die Bar-Community? Ja, auf jeden Fall. Also von vornherein grundlegende Intention war auch, eine Beratung zur Verfügung zu stellen für die betroffenen gastronomischen Betriebe, weil es überall auf allen Plattformen, ob das jetzt Instagram, Facebook, wo auch immer ist, wabern Gerüchte rum, man liest dies, man liest das, es ist alles nicht wirklich juristisch validiert und dementsprechend wollten wir gebündelt als Plattform einmal Informationen sammeln. Da sind wir bei gewesen in den letzten 2 Wochen. Das ist natürlich alles ein Work in Progress, weil das innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir zumindest für Deutschland Juristen, Steuerberater und auch behördliche Kontakte angefunkt haben und da valide Informationen zusammengesammelt haben. Ab Montag ist diese Informationsbeschaffungssektion der Microsite auch online. Und da auch für die Alpen natürlich der Aufruf, wenn jemand, ein Steuerberater, einen Juristen in Österreich oder in der Schweiz hat, sehr, sehr gerne mit Kontakten zu uns, damit wir da das Gespräch führen können und die Rechtsberatung auch für oder einen Reader erstmal auch für die Alpenregion erstellen können und da die Informationen sammeln können. Und was wir auch auf die Beine gestellt haben, ist, dass sich Steuerberater und Rechtsanwälte bereit erklärt haben, mitunter eine kostenlose Erstberatung zu machen, einen telefonischen Hilfsdienst aufzubauen und weitere Schritte dann auch unter Umständen rabattiert anzubieten. Das dann auch in Vermittlung über die Website Support Your Local Bar. Und da sind wir natürlich gewillt und am Arbeiten, dass das für die Alpen auch zustande kommt. Ein zweiter Schritt, der auch höchstwahrscheinlich nächste Woche, also so um den 8., 9., 10. April rum starten wird, ist eine Kooperation mit StartNext, ein Crowdfunding-System, das dann wirklich die Bars auch unterstützt, die Inhaber. Und natürlich bezieht sich das alles so ein bisschen auf inhabergeführte kleinere Restaurants und Bars, weil die natürlich
schneller mit dem Rücken an der Wand stehen und die Hilfe schneller benötigen als große Ketten zum Beispiel. Wobei das natürlich auch so pauschal nicht zu sagen ist, aber das, man muss sich irgendwie ein bisschen entscheiden und wir haben uns dazu entschlossen, eher uns auf die kleinen inhabergeführten Gastronomien zu konzentrieren. Das ist dann der Ansatz in dem zweiten Schritt, in der Kooperation mit Startnext, eine Crowdfunding-Möglichkeit zu geben, wo sich Bars registrieren können, wo wir einen Fonds einrichten, um von den unterschiedlichsten Industrien Gelder dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Und aus diesem Fonds werden dann bei den Crowdfunding-Aktionen der einzelnen Bars werden 25% aus dem Fonds on top dazu gesteuert. Also wenn jetzt sich Bar XY registriert und eine Crowdfunding-Aktion einstellt und sagen wir 1.000 Euro sammelt, dann kommen aus dem Fonds 250 Euro obendrauf. Das ist eine coole Sache. Ich habe auch gehört, muss ich dich jetzt direkt fragen, auch die einzelnen Unternehmen setzen Hilffonds auf. Ja? Zum Beispiel die Firma Bacardi selbst einen höheren Millionenbetrag quasi zur Verfügung stellt. Ist das richtig? Ja, das ist auch über eine Partnerschaft mit den Gastronomien, zumindest im On-Trade, darauf beruht, auf einer guten Partnerschaft und einem funktionierenden Markt. Genau. Ja, natürlich. Und der Markt muss halt auch vorhanden sein. Das ist ja ganz einfach irgendwie. Und dementsprechend ist das klar, dass dann da auch Unterstützung kommt. Das hört man ja, das sieht man ja von vielen Companies weltweit, dass da dann Millionenbeträge zur Verfügung gestellt werden. Bacardi hat global 3 Millionen zur Verfügung gestellt, was dann natürlich global aufgesplittet wird. Im Dachcluster ist auch einiges angekommen und wir haben dann... Erklärung, Dach heißt Deutschland, Österreich. Ja, ganz genau. Oder GSA oder wie auch immer. Ja, genau. Ja. Genau. Da ist dann auch ein Anteil davon angekommen und der ist gerade auf dem Weg zu unseren Partnern zu kommen. Genau. Okay. Habt ihr jetzt direkt vielen Kontakt zu den Bars? Gibt es da einen regen oder einen täglichen Austausch? Wie ist die Lage? Ja, total. Also natürlich jeder Vertriebler, jeder Außendienstler in seinem Gebiet, jeder, wie es bei Bacardi heißt, jedes Mitglied der Advocacy-Gruppe, also der Markenbotschafter, ist natürlich in regem Austausch. Wir sitzen auch zu Hause, wir würden sehr, sehr gerne raus und in die Bars gehen und unseren Job machen und unserer Leidenschaft nachgehen. Können wir gerade nicht, deswegen wird viel auch telefoniert, viel im Internet wird sich ausgetauscht und das zieht sich, glaube ich, durch den kompletten europäischen Kontinent, vielleicht sogar über die ganze Welt gerade, dass da sehr, sehr viele wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und sich enorme Sorgen machen müssen. Ja. Wie schätzt ihr denn jetzt als Unternehmen, als Bacardi eben, oder du, wie schätzt ihr die Lage generell ein? Was wird da gemutmaßt? Gibt es Kalkulationen? Was kommt da auf euch als Firma auch zu? Ich meine, ihr seid jetzt nicht an erster Front, aber natürlich in weiterer Folge auch die Nächsten, die es betrifft, wenn das Ganze länger dauert. Also ich kann dann natürlich nicht für die Firma sprechen, da spreche ich mal als Privatperson oder als Teil der Masse der Leute, die sich bei Support Your Local Bar engagieren. Aber für Bacardi kann ich als Privatperson trotzdem sagen, natürlich hat das Auswirkungen, weil uns ein kompletter Geschäftszweig wegbricht, dann natürlich nichts verkauft wird an Ware und dann sind das schon enorme Einbußen auch. Allerdings finde ich persönlich es total toll, wie Bacardi das handelt. Es sind europaweit 500 Leute im Außendienst und da ist nicht die Rede von, die in Kurzarbeit zu schicken oder sowas, sondern wir sind momentan dabei, die zu Hause zu beschäftigen, da ganz viel Weiterbildungsprogramme ranzubringen und so. Und das ist schon eine total schöne Herangehensweise, finde ich persönlich.
Und ja, was die Prognose ist, ich glaube, das wissen wir alle nicht. Ne? Also es wird ganz, ganz viel von Woche zu Woche entschieden. Mhm. In der Arbeit, natürlich in der Firma, aber bei jedem von uns ja auch privat. Also es wird wirklich ja von Woche zu Woche müssen wir die Lage neu einschätzen. Jetzt ist nach Ostern erstmal angedacht. Schauen wir mal. Also ich persönlich hoffe, dass es Ende April langsam wieder hochgefahren wird, weil wenn das länger geht, befürchte ich, dass es noch viel existenzieller wird, für gerade in der Gastronomie, für viele Bereiche. Ja. Jetzt habt ihr ja auch einen weltweiten Bartender-Wettbewerb, wo ich auch dieses hübsche Kleidungsstück einmal gewonnen habe als Österreicher. Ja. Ja. die Bacardi Legacy, eure weltweite Cocktail-Competition. Auch die Frage, kann das heuer überhaupt stattfinden? Wie sind da die Pläne? Da wird auch drüber diskutiert natürlich. Da gibt es noch keine Entscheidung. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die jetzt gerade laufende Legacy zu Ende kriegen, weil das globale Finale, was in Miami angesetzt wurde, ist ja leider auch verschoben natürlich. Und das müssen wir erstmal. Das war jetzt im Mai und auf wann ist das verschoben? Es gibt noch kein Datum. Okay. Mhm. Aber auch wenn es wieder losgeht. Und dementsprechend muss man erstmal das dann zu Ende bringen, um dann drüber nachdenken zu können, wie das mit anderen Competitions weitergehen kann, natürlich. Alles klar, aber es wird, also das Ziel ist schon, auch die Bacardi Legacy in diesem Jahr zu ihrem Ende zu führen, ein Finale. Auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, da haben sich so viele tolle Persönlichkeiten herausgetan und so tolle Performances gezeigt in den lokalen Märkten und den Finals. Natürlich sollen die die Ehre bekommen, zum globalen Finale zu fahren und ja da in die Competition zu gehen und ihr Können unter Beweis zu stellen und ihre Drinks zu präsentieren. Also das ist definitiv Ziel, dass das wird jetzt, ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass das nicht mehr stattfinden wird, sondern ich gehe hundertprozentig davon aus, dass das stattfinden wird. Ist auch jetzt keine offizielle Aussage, da bin ich nicht in der Position bei uns in der Firma, das machen zu können, aber da würde ich stark von ausgehen und was dann mit den Competitions, wann die wieder losgehen, da kann ich leider keine Aussage zu treffen, weiß ich nichts. Okay. Wir sind alle gespannt, wir werden sehen, was passiert und wir hoffen auf baldige Besserung der Lage. Ja. Auf jeden Fall. Genau, wir sind alle brav zu Hause bleiben, damit wir allen erreichen, die gewünscht sind. Ja, definitiv. Ja, Martin, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Habe ich etwas Wichtiges vergessen zu fragen, was wir jetzt hier noch erwähnen müssen? Nee, eigentlich nicht. Ich würde gerne nochmal an alle, die über deine Plattform zuhören werden, den Aufruf starten. Alle Gastronomen, registriert euch bei Support Your Local Bar. Das kann einfach nur was Gutes sein und darüber kann man Support kriegen. Setzt eine Crowdfunding-Seite auf. Ab nächster Woche auch nochmal ein Aufruf. Wer Kontakte zu Juristen, Steuerberatern in der Schweiz oder in Österreich hat, die uns gerne unter die Arme greifen wollen, auch da bitte gerne eine E-Mail an contact@supportyourlocalbar.com. Und ja, die ganzen Gastronomen ab nächste Woche gerne registriert euch auch für das Crowdfunding. Und wenn es Spirituosenunternehmen, Filler-Unternehmen gibt, die in den Alpen ansässig sind und da etwas in den Fonds mit einspielen wollen, sehr, sehr gerne. Auch da meldet euch bei uns. Das kann ich nur dazu aufrufen. Wir hoffen auch, spread the word. Natürlich verbreitet das und gebt ganz viel Trinkgeld, wenn ihr zu Hause bei eurem Glas Wein, eurer Flasche Bier oder eurem Cocktail sitzt. Oder dem zugesandten Cocktail, ja, viele Bars. Oder dem, genau. Das machen ja auch ganz viele Delivery Service. Auch darauf, bitte greift darauf zurück, weil das bringt den Bars mitunter die Liquidität, die sie gerade dringend, dringend brauchen. Eine kleine persönliche Sache noch, wenn ihr euch Gutscheine kauft von Bars, dann oder Restaurants, die ihr dann einlösen könnt,
wenn sie wieder aufmachen, kauft euch lieber zwei, zerreißt einen und einen könnt ihr einlösen. Mega guter Tipp, vielen Dank für das Schlusswort. Ja, Martin, ich sage dir vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast und ganz, ganz gute Initiative und alles Gute dafür, dass das jetzt richtig nach vorne geht und funktioniert und wir damit allen gemeinsam auch der Bar-Community helfen können. Ja, ich drücke die Daumen allen da draußen und auch dir, wir hören uns. Wir hören uns. Danke. Mach's gut. Bald.